Der Pyromate ist eine der besten neuen Kreaturen in Ark und ich zeige euch den einfachsten Weg, diesen zu zähmen. Und das ist wirklich idiotensicher. Viel Spaß euch. So Leute, wir legen heute wieder los und ich werde euch jetzt ganz genau zeigen, wie einfach es sein kann, einen Pyromate zu zähmen. Ich habe jetzt öfter gehört, dass es damit ein bisschen Probleme gibt und ich zeige euch jetzt, wie einfach es eigentlich sein kann. Das ist wirklich idiotensicher. Ich bin selber professioneller Idiot und ich kriege es jedes Mal hin, von daher kriegt ihr das auch hin. Das Gute an der Trap ist, dass ihr den Pyromate ohne Probleme einfangen könnt und den dann irgendwo anders hinschleppen könnt, weil das ist teilweise sehr nervig da auf der bösen Insel. Ab und zu ist da gar nichts los, ab und zu sind da nur die bösen Sachen, die ihr je gesehen habt. Und das Problem habt ihr dann nicht mehr, weil dann könnt ihr die einfach woanders hinbringen und die da entspannt zähmen. Die einzigen Dinge, die ihr dafür braucht, die habe ich gerade durchgezählt. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Sind erstens ein Raft, 7 Foundations, 2 Rampen, 4 Ceilings, 9 Quarter Ceilings, 9 Walls und 4 Quarter Walls. Und ein Gate. Als erstes placed ihr eine Foundation und die müsst ihr einfach ganz vorne an die Kante placen und so ziemlich mittig. Jetzt setzt ihr die Foundation daneben, da daneben, eine hier zur Mitte. Eine dahin, eine dahin, eine dahin. Ihr könnt aber jetzt die hier wieder aufheben und die hier wieder aufheben, dass ihr so ein Schachmuster habt im Prinzip. Also die erst geplaced habt ihr aufgehoben und die hintere. Dann setzt ihr einmal eine Ceiling hier an die Seite und wenn ihr zwei bauen wollt, das werde ich euch gleich noch zeigen, man kann die im Prinzip auch verdoppeln, die Trap, dann könnt ihr hier auch eine dran setzen. Dann einmal eine Rampe hier runter, die ist ein bisschen tricky zu placen ab und zu und da wieder zwei Ceilings dran, dass sie so unter Wasser sind. So sieht das Ganze dann aus. Da könnt ihr jetzt hier oben einmal eine Wand dran placen und theoretisch auch schon die und die. Jetzt macht ihr einmal oben eine Ceiling dran und dann zwei Quarter Ceilings. Jetzt könnt ihr von den Quarter Ceilings wieder Wände nach unten ziehen und das hier auch so rüber. Es ist einfach gerade das heftigste Gewitter der Welt, ne? Wie kann das schon wieder sein? Jetzt könnt ihr hier unten noch die Lücke schließen und da einfach ein paar Quarter Ceilings reindrücken. So. Dann könnt ihr auch schon hier vorne das Gate reinplacen. Das muss jetzt nicht das Schönste der Welt sein. Und dann auch das Ganze zu machen. Hier oben noch ein paar Quarter Ceilings rein, damit das auch geschlossen ist. Und dann, wenn ihr hier hinten steht, könnt ihr hier einmal eine Tür reinmachen. Und dann wieder oben drauf eine normale Wand. Zack. Und hier an der Seite macht ihr das auch mit Quarter Walls zu. Jetzt nur noch das Gate hier vorne aufmachen. Und einmal eine Rampe hier unten noch dran machen. Weil dann kommt der Pyromane ein bisschen leichter rein. Und das war es eigentlich schon tatsächlich. Das ist die einfache Ausführung. Dann habt ihr jetzt nur einen so einen Käfig da drauf. Dasselbe könnt ihr auf der anderen Seite im Prinzip genauso bauen. Dann habt ihr da zwei Stück drauf, wenn ihr zwei Pyromanes abschleppen wollt auf einmal. Und damit könnt ihr die so einfach zähmen. Ich werde euch das jetzt gleich zeigen. Oh, eine Kleinigkeit vielleicht noch, was ich ab und zu mache. Aber das müsst ihr nicht unbedingt machen. Also es klappt auch so. Ich mache hier noch zwei Ceilings dran, damit ich von hier die Tür auf und zu machen kann. Damit, wenn der Pyromane drin ist, dass ihr hier easy peasy die Tür zu machen könnt. Ich habe das Ganze jetzt mal verdoppelt, damit ihr seht, wie ich das sonst immer mache, weil ich nehme immer direkt zwei Pyromanes mit. Das Einzige, was ich mit dem Raft aufhalten kann, sind die Zitschdis. Die haben mich tatsächlich mal einmal auseinandergekloppt, wo ich einmal kurz nicht hingeguckt habe. Das ist das Einzige, was so ein bisschen gefährlich ist. Oh mein Gott, da ist schon wieder soweit. Mein Raft hat gerade eine dicke Schelle kassiert. Lass mich in Ruhe. Warum? Ich muss aufnehmen. Hallo, ich habe hier ein Tutorial zu zeigen, bitte. Was ist da hinten? Oh mein Gott, mein Raft ist one. Ach Mann. Ey, ich habe es gerade aufgebaut. Wo ist das denn jetzt schon wieder sein? Der kann hier nicht ganz her, oder? Bitte kein Hit mehr, bitte kein Hit mehr, bitte kein Hit mehr, bitte. Oh, das war ja gar nicht knapp. Oh, nice, easy. Ja, beim Raft geht super, Leute. Macht euch keine Sorgen. Da hinten ist unser erstes Opfer. Ich hoffe, dass er jetzt zumindest nicht an die Rex drauf geht. Ich habe extra eine normale Armbrust mitgenommen. Okay, der Pyromane ist absolut tot. Schade, wir gucken mal weiter. Damit ihr sehen könnt, dass das kein großes Hexenwerk ist, den irgendwie zu zähmen. Ich habe hier sonst ja nur seine Sachen hier im Singleplayer, aber die Armbrust habe ich jetzt extra eine normale mitgenommen. Neues Opfer wurde gesichtet. Ich bin jetzt ein bisschen sehr nah rangefahren. Das könnte ein Problem sein, wenn ich den wegbringen möchte. Aber wir gucken gleich mal. So, hier einmal Tor auf. Manchmal werden die dann schon aggro und dann springen die eigentlich auch schon direkt rein. Also wirklich, die werden genauso. Genauso. Er hat auch getroffen. Sehr gut. Okay, ich komme jetzt gerade nicht raus. Oh, ich bin rausgekommen. So. Jetzt kann ich hier so lang laufen. Kann hier mal schnell das Tor zu machen. Und dann haben wir noch schon gefangen. So einfach geht das Ganze. Und da kann eigentlich nicht großartig was passieren. Also ihr könntet den jetzt theoretisch auch hier zählen, wenn ihr da richtig Bock drauf habt. Den einfach ein paar Mal anschießen, bis der Half-Life ist. Dann setzt ihr euch drauf, macht das Tor auf. Ihr könnt übrigens Tor aufmachen, während ihr drauf sitzt. Oder ihr bringt den halt weg. Ich versuche jetzt den wegzubringen. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu nah an Land gefahren. Ab und zu buggen die einfach durch die Tür oder sowas durch, wenn ihr zu nah an Land seid. Oder vielleicht der Stein hier könnte das auch machen. Das sehen wir jetzt gleich.
Ist halt immer noch arg, ne? Aber er ist drin geblieben, glaube ich. Ja, guckt euch das an. Wir haben ihn am Start und damit fahren wir jetzt einfach rüber an ein netteres Ländchen und könnt ihn da ganz entspannt sehen. Also es ist halt echt wirklich idiotensicher. Da kann man nicht viel falsch machen. Ihr fahrt an Land, stellt euch einmal kurz in das Gehege rein. Die springen da schon von selber rein. Ihr macht das Tor zu, fahrt los. Also wirklich super, super easy. Jetzt sehen wir den auch zu Ende. So, hier sieht doch ganz nett aus. Ein Petri, ein paar Lystros. Da hinten ist noch ein Trike. Ich habe eben mal 10 Taming im Singleplayer. Von daher ist eigentlich sowieso relativ egal, wo wir hingehen. Und dann könnt ihr ihn auch schon mit einer normalen Armbrust, by the way, abschießen, auf Half-Life runterschießen und wenn ihr den soweit habt, könnt ihr euch draufsetzen. Der hat gerade nicht mal Lust, irgendwas zu machen, der greift nicht mal an. Also komplett, er hat komplett aufgegeben einfach. So, er müsste jetzt, hat er geschrien oder er hat gekotet nur, ne? Jetzt, so, jetzt können wir uns draufsetzen. So, raus geht's. An Land. Unten links seht ihr den Timer. Ich habe jetzt noch 20 Sekunden. So, dann könnt ihr hier ein bisschen drauf rumbeißen. Ihr könnt die killen oder ihr könnt auch Steuerung Rechtsklick machen und der Timer ist komplett resettet, wie ihr sehen könnt. Also jetzt ist der Timer halt wieder bei 30 Sekunden. Der Lüstro ist einfach sauer und greift zurück an. Ich muss den nur einmal gehittet haben. Steuerung Rechtsklick, Timer komplett resettet. Also braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr ihn, oh mein Gott, ich muss den jetzt noch ganz schnell killen oder sowas. Ihr habt alle Zeit der Welt. Ihr müsst ihn nur immer wieder mit dieser Methode aussaugen. So gesehen, okay, das hört sich sass an, aber ihr wisst, was ich meine. So, hier Lüstro aussaugen. Left Control, Linksklick, zack, gezähmt. Pyromane wurde gezähmt. Und das ist halt echt idiotensicher. Ihr müsst da nicht gegen Rexe, Gigas, Karchas, was weiß ich was kämpfen. Ihr könnt auch einfach gegen Lüstros, Petris oder Dodos kämpfen. Und das hier einfach auf der anderen Seite. Ich glaube tatsächlich, viel mehr muss ich euch nicht zeigen. Ich wollte euch nur einmal zeigen, dass das Ganze funktioniert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Morgen geht es nochmal um Pyromanes, aber in einer anderen Art und Weise. Würde mich freuen, wenn ihr da seid. Tschüss!